Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute eine französische Artillery, die Lorraine 39 LAM, auf der Karte Minen. Und jetzt stelle ich mich hier erstmal hinter diese Büsche, um vom Gegner möglichst lange sichtgeschützt zu sein. Und dann ist hier ein M2 Medium aufgetaucht. Komme ich so nicht dran. Hier ist ein T-127. Und dann kommt hier unten ein BT-7 Artillery angefahren. Und jetzt kann ich vielleicht... Jetzt. Und die BT-7 Artillery mit einem Schuss zerstört. 390 Schaden auf meinem Schadenskonto. Und ein Blick auf die Minimap verrät, der Gegner hat sich quer über die gesamte Karte ausgebreitet. Ist ziemlich gut aufgestellt. So, ich habe nachgeladen, da ist ein Panzer 3E. Schön stehen bleiben. Und auch den 3E sehr gut getroffen. 198 Schaden. Vielleicht bleibt er weiter gespottet. Dann kann ich ihn weiter bekämpfen hier. Oh ja, stimmt sich sehr angenehm hier hin. Und nochmal ein richtig guter Treffer. Auf den 3E. Und dann ist hier ein Panzer S-35. Schön stehen bleiben, noch eine Sekunde. Oh, Volltreffer auf den S-35. Und ich konnte die Mitte doch ganz gut verteidigen, das Zentrum der Karte. Ist ein 10 TP, und der Lukas ist gerade weggefahren. Ah, so komme ich an den 10 TP nicht richtig dran. Die andere Seite der Karte wechseln. Da ist ein Valentine. Und da drüben ist ein BT-5 und ein M3 Stuart. Schön stehen bleiben. Ah, jetzt fährt er los. Als hätte er es geahnt. Treffer, aber kein besonders oder nicht besonders viel Schaden angerichtet. Da ist ein M2 Medium in der Mitte aufgetaucht. Hier ist wieder der S-35. Ja, der Gegner hat sich gut verteilt hier. Jetzt ist er gerade wieder in Tarnung gegangen. Ah, da ist er. Noch ein Stück vorgefahren. Vielleicht passt er dahinter. Ne, passt nicht. Der Valentine ist zerstört. Da ist noch ein Cruiser 3. Jetzt ein Ziel da. Da wurde er zerstört. Hier ist der M3 Stuart. Ich komme nicht richtig ran. Von dieser Seite, aber in Tarnung. So ist er nicht zu erwischen. Jetzt vielleicht. Ist wieder. Da habe ich. Das war einfach ein Verzweiflungsschuss. Hat nicht gepasst. Sich zu gut hingestellt. Da drüben kommt ein Lokast angefahren. Und jetzt erstmal ruhig bleiben und Hilfe anfordern und möglichst nicht wild drauf losschießen und dann die Position zu verraten. Auf einen sicheren Schuss warten. Möglichst nicht bewegen.
und Getan zu bleiben. Denn im Zentrum der Karte auf den Hügeln sind noch der M2 Medium und der S35. Und wenn ich jetzt schieße, dann könnten die mich enttarnen. Ich habe ihn jetzt zwar angewählt, aber so kann ich ihn nicht treffen. Ich muss zurück. Aber auch das reicht nicht aus. Jetzt fallen meine Mitstreiter hier wie die Fliegen. Die Wespe ist ganz schön mutig hier aus der Deckung rausgefahren. Ich bleib weiter hier stehen. Vielleicht kann ich... Da hinten ist die AT aufgetaucht. Das muss ich jetzt einfach nutzen. Auch wenn das sehr gefährlich ist. Und die AT zerstört, der M7 Priest. Hab ich erwischt. Da ist doch der 3E. Das Nachladen dauert. M3 Steward. Und jetzt sehe ich hier vorne auf der Minimap ist der M2 Medium zu sehen. Habe ich den M3 Steward knapp verfehlt. Medium, 4 Punkte nachgeladen. Ich hätte einziehen lassen sollen und nicht überstürzt schießen. Elf zu 12, das ist jetzt ein kritisches Ergebnis. Zeigt sich der M2 Medium nochmal. Da drüben ist der Locust, da ist ein M3 Steward. Der Locust ist verdammt schnell. Lassen. Ah, jetzt fährt er wieder weg. Aber da ist der M2 Medium. Noch 10 Sekunden Einziel, Nachladezeit. Bleibt noch ein bisschen stehen. Und den M2 Medium zerstört. Ergebnis wieder etwas korrigiert. 12 zu 13. 12 zu 14. Und ich habe jetzt den Locust als Gegner. Und der Locust ist sehr schnell. Da ist er. Jetzt hat er mich gesehen. Und ich habe ihn nochmal getroffen. Da konnte ich dem Schuss noch ausweichen. Aber dem nächsten nicht mehr. Auch Ram hat leider nicht geholfen. Und jetzt sieht man als Gegner ziemlich alt aus. Als Gegner des Locust. Und da hat der Locust mich auch zerstört. 12 zu 15 verloren. Das war das Gefecht mit der französischen AT Lorraine 39 LAM auf der Karte Minen.
eine WN8 von 5761, Damage von 1172 und 3 Kills. Ja, wenn euch das Video trotz dieser Niederlage gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen, und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Gefecht wieder.